Hallo liebe Häckl-Freunde, so außergewöhnlich wie der schwarze Schwan, der seit einigen Jahren am Bodensee lebt und der uns ganz zufällig vor die Kamera gekommen ist, ist auch diese Tunika. Sie präsentiert sich unglaublich facettenreich und detailverliebt. Die bunte Passe aus Granny Squares sowie die transparenten Ärmel mit den auffallenden Ärmelbündchen sorgen für eine kurzweilige und abwechslungsreiche Häkelarbeit. Das wunderschöne Band am Halsausschnitt sorgt dafür, dass die Tunika nicht von den Schultern rutscht und macht auch die Rückenansicht sehenswert. Die Anleitung ist sehr detailliert gestaltet, deshalb ist sie auch so lang geworden. Ihr braucht also eine ordentliche Portion Geduld sowie die Bereitschaft, genau und aufmerksam zu arbeiten. Dann steht der Umsetzung dieses traumhaften Projekts nichts mehr im Wege. Für diese Sommertunika nehme ich die Cotton Quick Batik von Gründel. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 260 Meter Lauflänge und ich nehme drei verschiedene Farben. Dieses ist die Farbe 02, das Grüne ist die Farbe 03 und das Braune ist die Farbe 08. Wie viel von jeder Farbe schreibe ich euch auf die Materialseite gleich nach den Intros und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 3,5 und die Basis der Tunika besteht aus 10 Granny Squares, ein paar habe ich schon gemacht und zwar brauchen wir 5 blaue und 5 braune und ihr müsst schauen, dass die ungefähr 10 cm groß werden. Das heißt, das erste Granny Square dient sozusagen auch gleichzeitig als Maschenprobe. Wenn euer Granny Square deutlich kleiner wird, nehmt ihr eine dickere Häkelnadel. Wenn es zu groß wird, nehmt eine dünnere Häkelnadel. Wir sollten ungefähr auf 10 cm kommen, auf einen halben Zentimeter mehr oder weniger kommt es aber nicht an. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle 5 Luftmaschen und schließe diese mit einer Kettmasche zum Ring, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und häkle noch weitere 2 Stäbchen in den Ring und dabei häkle ich den Anfangsfaden mit ein, damit wir den Ring später zuziehen können. Jetzt haben wir 3 Stäbchen gemacht, inklusive Ersatzstäbchen. Jetzt folgen 2 Luftmaschen, dann wieder 3 Stäbchen. Wieder 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und noch ein viertes Mal 3 Stäbchen.
Und wir schließen die Runde mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und wir haben somit die vier Kanten und die vier Ecken festgelegt. Und wir starten wieder mit drei Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Jetzt häkeln wir auf die drei vorhandenen Stäbchen jeweils ein Stäbchen drauf. Und zwei in die Lücke und haben jetzt sieben Stäbchen. Hier zwei in der Lücke, drei auf die vorhandenen, zwei in der Lücke, sieben Stäbchen. Dann folgen zwei Luftmaschen, wieder zwei Stäbchen in die Lücke. Jeweils eins auf die drei vorhandenen. Zwei in die Lücke. Und wir haben auch hier immer von Lücke zu Lücke gezählt, sieben Stäbchen. Die Ecke besteht aus zwei Luftmaschen. Dann wieder zwei Stäbchen in die Lücke. Auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen draufhäkeln. Zwei in die Lücke. Zwei Luftmaschen. Wir haben auch hier sieben Stäbchen, auf jeder Kante müssen genau sieben Stäbchen sein. Und dann noch zwei in die Lücke. Und wir sind rundherum gekommen. Und wir schließen die Runde wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und es muss die dritte Luftmasche sein. Die nächste Runde beginnt wieder mit drei Luftmaschen, einem Stäbchen in die Lücke. Dann folgen zwei Luftmaschen. Wir überspringen dieses Ersatzstäbchen hier und auf das zweite Stäbchen häkeln wir vier zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen in das zweite Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen zwei Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch, maschen zwei Fäden ab, das Ganze noch ein drittes Mal und ein viertes Mal. Jetzt haben wir fünf Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir alle gemeinsam ab. Zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen überspringen und wieder so eine Vierergruppe aus vier zusammen abgemaschten Stäbchen. Ein Umschlag, den Faden durchholen, zwei Fäden abmaschen, ein Umschlag, Faden durchholen, zwei Fäden abmaschen, ein Umschlag, Faden durchholen, zwei Fäden abmaschen und ein viertes Mal Faden durchholen, zwei Fäden abmaschen. Wir haben fünf Schlaufen auf der Nadel und da ziehen wir durch alle den Faden durch. Zwei Luftmaschen. Wieder ein Stäbchen auslassen und das Ganze
Ein drittes Mal, also ein drittes Mal, vier zusammen abgemaschte Stäbchen, alle abmaschen, zwei Luftmaschen. Und jetzt dieses letzte überspringen wir und häkeln die Ecke mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Starten wieder mit zwei Luftmaschen, lassen ein Stäbchen aus, das erste, und häkeln aufs zweite Stäbchen, so eine Vierergruppe aus vier zusammen abgemaschten Stäbchen, zwei Luftmaschen, eins überspringen, auf jedes zweite Stäbchen kommt so eine Vierergruppe, dazwischen zwei Luftmaschen, immer eins auslassen und es ergeben sich pro Kante drei solche Vierergruppen. Das erste und das letzte Stäbchen überspringen wir immer, dazwischen zwei Luftmaschen. Dann wieder die Ecke mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen überspringen, so eine Vierergruppe häkeln, zwei Luftmaschen, immer eins auslassen, eine Vierergruppe häkeln, zwei Luftmaschen, es gehen sich immer drei solche Gruppen aus pro Kante, zwei Luftmaschen, die Ecke besteht aus zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und die letzte Kante noch wieder mit dreimal vier zusammen abgemaschten Stäbchen, dazwischen immer zwei Luftmaschen. Auf jedes zweite Stäbchen kommt so eine Gruppe drauf. Zwei Luftmaschen, eins auslassen. Und die letzte Vierergruppe. Zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen noch in die Ecke, um die Ecke vollständig zu machen. Und wir schließen wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben auf jeder Kante drei solche Vierergruppen. Und die letzte Reihe beginnt ebenfalls mit drei Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Dann häkeln wir zunächst auf diese beiden Stäbchen aus der Vorrunde jeweils ein Stäbchen drauf. Das ist ganz wichtig, die dürfen wir nicht vergessen. Dann häkeln wir ein Stäbchen in die Lücke vor dieser ersten Vierergruppe, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen als Reliefstäbchen von vorne um diese Gruppe herum. Wir stechen in die Lücke vor der Gruppe ein, hinten durch, vorne wieder heraus, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen. Ein Stäbchen in die Lücke,
ein Stäbchen um die Gruppe herum, also vorne einstechen, hinten durch, vorne wieder herauskommen, den Faden durchholen und ein Stäbchen häkeln und wieder ein Stäbchen in die Lücke, eins um die Gruppe herum, eins in die Lücke, dann kommen wir zu diesen zwei Eckstäbchen, da kommt jeweils ein Stäbchen drauf und dann noch zwei in die Lücke und wir zählen das nach. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Stäbchen und diese 15 brauchen wir auf allen vier Seiten. Es beginnt also mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Stäbchen auf die beiden Stäbchen der Vorrunde, dann immer ein Stäbchen in die Lücke, eins um die Gruppe herum, eins in die Lücke, eins um die Gruppe herum, eins in die Lücke, eins um die Gruppe herum, eins in die Lücke und jeweils eins auf die Stäbchen der Vorrunde und zwei in die Lücke. Und wir zählen wieder nach. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Wieder 2 Stäbchen in die Lücke. 2 Stäbchen auf die beiden Stäbchen der Vorrunde. 1 in die Lücke. 1 um die Gruppe herum. Eins in die Lücke, eins um die Gruppe herum, eins in die Lücke, eins um die Gruppe herum, eins in die Lücke, jeweils eins auf die Eckstäbchen aus der Vorrunde und zwei in die Lücke. 2 Luftmaschen, 2 in die Lücke, 2 auf die Stäbchen der Vorrunde, 1 in die Lücke, 1 um die Gruppe herum, 1 in die Lücke, 1 um die Gruppe herum, 1 in die Lücke, 1 um die Gruppe herum, 1 in die Lücke, jeweils 1 auf die Stäbchen der Vorrunde und 2 in die Lücke. Und wir müssen auf jeder Kante 15 Stäbchen haben. Diese Zahl muss stimmen, damit später, wenn wir die Granny Squares zusammenhäkeln, die auch wirklich ganz genau zusammenpassen. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und wie gesagt, mein Granny Square hat ziemlich genau 10 cm, vielleicht ein paar Millimeter mehr, 10,3 oder 4 oder 5, so genau ist es nicht. Es sollten aber ungefähr 10 cm sein und wir brauchen, wie gesagt, 10 solche Granny Squares, 5 blaue und 5 braune. Und noch einmal, wenn euer Granny Square kleiner ist als 10 cm, nehmt ihr eine halbe Nadelstärke mehr. Und wenn es größer ist, eine halbe
Stärke weniger. Und wenn ihr 10 Granny Squares gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 10 Granny Squares gehäkelt, 5 braune und 5 blaue. Und im Moment brauchen wir 5. Ich habe jetzt hier 3 braune, 2 blaue. Beim anderen Teil ist es dann so, dass hier ein blaues ist. Ich zeige euch das. Ich habe ein Teil schon gemacht. Das machen wir alles dann miteinander natürlich. Also beim anderen Teil habe ich hier ein blaues, 2 braune, 2 blaue. Damit hier bei der Schulter dann 2 verschiedene wieder zusammenkommen. Und deshalb ist hier in der Mitte ein braunes, 2 blaue, 2 braune. Und wir müssen sie jetzt zu so einem V verbinden. Und dazu nehmen wir uns das Garn wieder her. Und ich zeige euch das, wie ihr die zusammenhäkeln könnt. Ihr gebt sie rechts auf rechts aufeinander, also dass die weniger schöne Seite jeweils außen ist. Und ihr könnt sie so zusammenlegen, dass die Fäden hier dann bei der Naht sind. Dann könnt ihr gleich die Fäden entweder mit einhäkeln oder dann vernähen. Und wir stechen durch die Lücke durch, hier durch die Ecke durch, holen den Faden durch, machen einen Knoten hinein. Ich steche noch einmal durch dieselbe Lücke durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und häkle noch eine feste Masche in die Lücke. Und dann immer durch jedes Stäbchen vorne und hinten. Ihr müsst am Anfang genau schauen. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Ersatzstäbchen, dass ihr genau immer vorne und hinten das gleiche Stäbchen erwischt. Wir haben ja bei jedem Granny Square gleich viele Stäbchen. Und wir müssen natürlich beim Zusammenhäkeln schauen, dass das genau zusammenpasst. Und jetzt schließe ich diese Naht bis zum Ende und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende angekommen und hier häkle ich ebenfalls noch eine feste Masche in die Lücke. Häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und bei mir ergeben sich genau 17 feste Maschen. Wir hatten ja am Rand 15 Stäbchen plus die beiden in den Lücken, gibt dann 17. Und das müsste bei allen Granny Squares ganz genau gleich sein. Und jetzt haben wir praktisch diese 2 miteinander verbunden. Und ihr macht jetzt dieses und dann dieses hier dran und am Schluss noch dieses, sodass wir so ein V haben. Und wie gesagt, bei dem anderen Teil sieht das dann so aus. Aber die beiden Teile werden noch nicht miteinander verbunden. Zuerst häkeln wir hier unten das Teil noch dran, bevor wir dann die Schulternähte schließen. Also im Moment ist eure Aufgabe, 2 solche Vs zu bilden aus diesen 10 Granny Squares. Und noch einmal, hier ist ein blaues bei mir in der Mitte vorne und hier ist es genau andersherum. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Grundkonstruktion für die Tunika angefertigt, habe hier die Granny Squares zu einem V zusammengehäkelt, alle Fäden vernäht und beim Anfangsring, den habe ich ganz eng zusammengezogen und den Faden schön vernäht. Und jetzt drehen wir uns das Ganze um und häkeln
ab hier die Tonika dran, das oberste Granny Square bleibt frei und den unteren Teil mache ich mit dem grünen Faden. Ich schlinge hier in der Lücke beim zweiten Granny Square neu an. Steche mit der Nadel wieder in die Lücke ein, hole den Faden durch, häkle drei Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und häkle noch ein zweites Stäbchen in die Lücke. Dann häkle ich auf jedes Stäbchen des Granny Squares, also auch hier gut aufpassen, das Ersatzstäbchen nicht vergessen. Es sind pro Granny Square nach wie vor 15 Stäbchen und in jede Lücke machen wir 2 und das zeige ich euch gleich bei der nächsten Lücke und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Lücke angekommen. Zwischenstand, wir haben hier in der Lücke 2 Stäbchen, dann 15 über das Granny Square drüber, dann 2 in die Lücke, ergibt dann insgesamt über ein Granny Square 19 Stäbchen. Dann springen wir hinüber zum nächsten Granny Square, häkeln wieder 2 Stäbchen in die Lücke, häkeln die 15 Stäbchen ab und zählt bitte immer mit, dass es wirklich bei jedem Granny Square gleich viele Stäbchen sind. Immer 19 inklusive der Lücken und ich häkle bis zur Ecke und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim V sozusagen angekommen und hier häkeln wir 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Also vorne in der Mitte, bei dieser Ecke hier, haben wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und von Lücke zu Lücke gezählt, beziehungsweise bis hierher, wo das Granny Square aufhört, sind es immer 19 Stäbchen. Auch auf der anderen Seite machen wir das so. Ich häkle wieder alle 15 Stäbchen ab und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier 2 Stäbchen noch in die Lücke, also sozusagen vor der Naht 2 und nach der Naht 2, dann wieder die 15 vorhandenen Stäbchen abhäkeln und am Ende der Reihe, und das ist gleich nach diesem Granny Square, das oberste bleibt frei, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier in die letzte Lücke kommen noch 2 Stäbchen. Und das letzte Granny Square bleibt unbehäkelt. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und wir haben 4 mal 19 Stäbchen, das heißt, wir haben 76 Stäbchen. Hier vorne eine Lücke und diese Zahl muss stimmen. Und im Moment ist das für alle Größen noch gleich. Also für alle Größen 76 Stäbchen und zählt das bitte nach, damit wir alle die gleiche Ausgangslage haben. Und jetzt wenden wir die Arbeit,
starten mit 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen und häkeln alle Stäbchen ab bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Spitze angekommen und die funktioniert immer gleich mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und wir haben jetzt bis hierher 40 Stäbchen. Es kommen auf beiden Seiten immer diese beiden hier hinzu. Und insgesamt ergeben sich 80 Stäbchen über die ganze Reihe und ich häkle die zweite Seite und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ganz wichtig am Schluss, das letzte Stäbchen kommt in die dritte Luftmasche von unten gezählt, dieses Ersatzstäbchens aus der Vorreihe. Nicht weiter unten einstechen, sonst wird dieses Stäbchen kürzer als die anderen und mit der Zeit zieht sich das dann zusammen. Also es muss die dritte Luftmasche sein. Und wir wenden wieder und diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, machen wir noch 3-mal absolut identisch, nur dass in jeder Reihe pro Kante immer 2 Stäbchen dazukommen, nämlich die 2 hier, die wir in der Spitze zunehmen. Das heißt, nach 5 Reihen habt ihr pro Kante 46 Stäbchen und insgesamt 92 und wie gesagt, das ist im Moment für alle Größen gleich und wenn ihr diese 3 Reihen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 5 Reihen Stäbchen gehäkelt, habe auf beiden Seiten 46 Stäbchen, insgesamt 92. Und das ist immer noch für alle Größen gleich. Und jetzt wenden wir und wir befinden uns jetzt auf der Rückseite und hier häkeln wir jetzt eine Noppenreihe. Die beginnt mit 3 Luftmaschen. Die zählen als erstes Stäbchen. Dann häkeln wir aufs zweite Stäbchen ein Stäbchen drauf. Und dann häkeln wir um das Stäbchen, das wir gerade gemacht haben, eine Dreiernoppe. Dazu holen wir einen Umschlag, stechen um das Stäbchen herum, holen den Faden durch, holen einen Umschlag, stechen wieder um das Stäbchen herum, holen den Faden durch, einen Umschlag und noch einmal den Faden durch, also 3-mal. Und macht die Schlaufen nicht zu klein, damit ihr nachher mit der Nadel gut durchkommt. Dann lassen wir ein Stäbchen aus, eins auslassen und häkeln wieder ein Stäbchen. Das Ganze sieht so aus und häkeln gleich wieder eine Noppe um das Stäbchen, das wir gerade gemacht haben. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden einmal durch, einen Umschlag, holen den Faden ein zweites Mal durch, einen Umschlag, holen den Faden ein drittes Mal durch, maschen alle gemeinsam ab. Ein Umschlag, eins auslassen, ein Stäbchen häkeln und wieder eine Dreiernoppe um das Stäbchen herum und wie gesagt die Schlaufen so groß machen, dass ihr mit der Nadel gut durchkommt. Das sieht so aus und das machen wir, bis wir beinahe bei der Spitze angekommen sind und da sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin beinahe bei der Spitze angekommen. Es haben sich 22 Noppen ergeben und jetzt landen wir mit dem letzten Stäbchen direkt vor der Lücke. Dieses lassen wir aus, wie gewohnt. Wir haben ja vorher auch nur jedes zweite behäkelt. Dieses vorletzte auslassen, aufs letzte Stäbchen vor der Lücke kommt ein Stäbchen und ganz wichtig, an dieses letzte Stäbchen kommt keine Noppe mehr dran. Wir haben genau 22 Noppen. Dann häkeln wir wie gewohnt die Spitze mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen in die Lücke. Dann häkeln wir zuerst auf das allererste Stäbchen nach der Lücke ein Stäbchen und dann noch ein zweites Stäbchen daneben auf die ersten beiden Stäbchen also. Und um dieses kommt jetzt wieder die erste Noppe dran. Und dann wieder wie gewohnt auf jede zweite Masche ein Stäbchen mit Noppe dran. Und das Ganze sieht so aus in der Spitze. Hier kommen auf beiden Seiten drei Stäbchen zusammen, jeweils eins vor und nach der Lücke und jeweils zwei in der Lücke. Und auch auf dieser Seite ergeben sich 22 Noppen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, ich habe auch auf dieser Seite 22 Noppen gehäkelt. Am Ende bleiben zwei Stäbchen übrig, ein normales und das Ersatzstäbchen. Das normale lassen wir aus und häkeln noch ein Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und auch hier kommt keine Noppe mehr dran. Wie gesagt, wir haben auf beiden Seiten 22 Noppen und wir wenden wieder. Ich beginne mit drei Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen. Diese Masche ist damit schon besetzt, diese erste hier vor der Noppe und in der Noppe oben ist immer eine größere und zwischen den Noppen eine kleinere Masche. Und wir beginnen also über der Noppe in diese größere Masche ein Stäbchen, dann zwischen die Noppen in die kleinere Masche, dann in den Kopf der Noppe. Und hier immer zwei Fäden mitnehmen, also immer in die größere Masche und in die kleinere Masche, jeweils ein Stäbchen. Und an der Spitze sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Spitze angekommen. Hier habe ich ein Stäbchen noch in die Noppe gemacht. Hier haben wir nach der Noppe noch eine kleinere Masche. Auch da kommt ein Stäbchen hinein. Dann noch die drei Stäbchen bis zur Spitze. Und dann noch zwei in die Lücke. Und es ergeben sich ganz genau 50 Stäbchen auf jeder Seite inklusive Ersatzstäbchen. Die Spitze wie immer, hier fehlen noch die zwei Luftmaschen und die zwei Stäbchen in die Lücke und nach der Ecke wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Hier ergeben sich zwei Stäbchen nach der Lücke, dann kommt die kleinere Masche und dann wieder in den Kopf jeder Noppe und zwischen die Noppen
und wieder in den Kopf der Noppe und zwischen die Noppen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder und wir müssen wieder schauen, dass wir auf 50 Stäbchen kommen, und das zeige ich euch am Ende der Reihe. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und auf dieser Seite müssen wir es so machen, hier in diese kleine Masche nach der Noppe muss noch ein Stäbchen hinein und dann noch eins in die dritte Luftmasche. Und bitte zählt das nach, es müssen auf beiden Seiten 50 Stäbchen sein, damit alles, was später kommt, stimmt. Und wir wenden wieder und wir häkeln jetzt weitere 4 Reihen, so wie wir sie hier schon gemacht haben, also mit lauter Stäbchen. Und in dieser Reihe ergeben sich 52, in der nächsten 54, 56, 58. Und wenn ihr diese 5 Reihen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Ihr habt dann also auf beiden Seiten 58 Stäbchen. Die Spitze wie immer. Und wenn ihr diese 5 Stäbchenreihen insgesamt gemacht habt, also mit dieser hier, die wir schon gemacht haben, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 5 Reihen Stäbchen wieder gehäkelt, habe jetzt auf beiden Seiten 58 Stäbchen. Und jetzt machen wir wieder eine Noppenreihe, so wie diese hier. Diese 12. Reihe ist also identisch mit der 6. Reihe, nur dass sich mehr Noppen ergeben, weil wir ja mehr Stäbchen haben. Wir beginnen also mit 3 Luftmaschen. Als Ersatz fürs erste Stäbchen häkeln. Aufs nächste Stäbchen ein weiteres Stäbchen und beginnen hier wieder mit den Noppen, immer dreimal rund ums Stäbchen, dann eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und eine Noppe dran mit dreimal den Faden durchholen, also ganz genau gleich wie in der 6. Reihe, und ich mache das bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Spitze angekommen, bin genau auf dem Stäbchen vor der Spitze gelandet. Es haben sich 28 Noppen ergeben. Und jetzt häkeln wir die Spitze wie gewohnt mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Häkeln ein Stäbchen auf das erste Stäbchen drauf, dann noch ein zweites Stäbchen daneben in die nächste Masche und hier beginnen wir wieder mit den Noppen, so wie gewohnt, und ganz wichtig immer, auf das letzte Stäbchen kommt keine Noppe mehr dran, also genau 28 Noppen. Und die brauchen wir auf beiden Seiten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Es haben sich auch hier 28 Noppen ergeben. Das letzte Stäbchen kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Eins lassen wir noch aus. Und häkeln das letzte Stäbchen
Und die Spitze sieht so aus, wir haben auf beiden Seiten drei Stäbchen. Und jetzt machen wir noch eine Reihe Stäbchen. Ich beginne mit drei Luftmaschen und häkle das erste Stäbchen in den Kopf der Noppe, in diese größere Masche. Dann zwischen die Noppen 1 und immer in den Kopf der Noppe 1 und zwischen die Noppen 1 und wir sehen uns an der Spitze wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe bei der Spitze angekommen, ganz wichtig, hier nach der letzten Noppe in diese Masche gehört auch noch ein Stäbchen, dann drei noch bis zur Spitze und zwei in die Spitze, also in die Lücke und ich habe 62 Stäbchen insgesamt jetzt auf dieser Seite. Dann folgen die zwei Luftmaschen, wieder zwei in die Lücke. Dann die drei nach der Lücke. Und dann wieder über die Noppen drüber und wir brauchen auch auf dieser Seite 62 Stäbchen und da bitte unbedingt nachzählen. Es müssen auf beiden Seiten 62 Stäbchen sein, inklusive der Lücke und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und auch hier brauchen wir in diese letzte kleine Masche bei der letzten Noppe noch ein Stäbchen und dann noch eins ins Ersatzstäbchen, sodass wir auf beiden Seiten 62 Stäbchen haben und wie gesagt, zählt hier nach, damit wir alle die gleiche Ausgangslage haben. Und ab jetzt müssen wir nachmessen. Für die kleinste Größe könnte das jetzt eventuell schon genug sein. Ich schreibe euch die verschiedenen Maße hin. Im Moment habe ich ca. 51 bis 52 cm. Das wäre für die Größe 36, 38 schon genug. Wenn nicht, jetzt häkeln wir lauter Stäbchen rein, so wie hier. Immer mit der Zunahme in der Spitze. Also ganz genau wie diese hier, die wir schon gemacht haben. Bis ihr das Maß erreicht für eure Größe, das ich euch hingeschrieben habe. Und wenn ihr das erreicht habt, dann müssen wir dann Abnahmen machen und da sehen wir uns dann wieder. Also wie gesagt, noch so viele Reihen Stäbchen, wie ihr benötigt für das angegebene Maß. Und in jeder Reihe ergeben sich pro Kante zwei Stäbchen mehr. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein benötigtes Maß erreicht, habe im Moment 64 Stäbchen pro Seite. Ihr schaut, wie viele Stäbchen ihr habt und ab jetzt bleibt die Maschenzahl, die ihr jetzt habt, immer gleich. Und zwar deshalb, weil wir jetzt hier immer Abnahmen machen auf der Seite, auf beiden Seiten, so dass das jetzt gerade hinunter geht auf den Seiten. Die Zunahmen in der Spitze bleiben gleich. Das heißt, wir nehmen hier immer zwei Maschen pro Seite zu und müssen daher auf dieser Seite und auf dieser Seite
zwei Maschen immer abnehmen, damit die Maschenzahl dann konstant bleibt. Und die Abnahmen machen wir so. Und Achtung, ab jetzt beginne ich jede Reihe mit vier Luftmaschen, damit sich der Rand nicht zusammenzieht. Also vier Luftmaschen. Dann häkeln wir drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Das bedeutet, wir holen einen Umschlag, stechen ins nächste Stäbchen ein, also ins zweite. Das erste ist schon besetzt. Holen den Faden durch, maschen zwei Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen ins nächste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen zwei Schlaufen ab, holen einen Umschlag, stechen ins nächste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen zwei Fäden ab. Wir haben vier Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Das sind drei zusammen abgemaschte Stäbchen und in der nächsten Reihe ist dieser Maschenkopf hier nur noch ein Stäbchen, das heißt, wir haben zwei Stäbchen abgenommen. Und jetzt häkeln wir wie gewohnt bis zur Spitze. Und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Spitze angekommen und die häkeln wir wie immer mit zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, häkeln wieder auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und am Ende der Reihe müssen wir wieder abnehmen und das zeige ich euch, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen. Ich habe jetzt hier noch drei normale Stäbchen und ein Ersatzstäbchen. Und über diese drei Maschenköpfe machen wir wieder drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Das heißt, wir machen aus drei Stäbchen eins, haben somit zwei Stäbchen abgenommen, also die, die wir in der Spitze zugenommen haben, nehmen wir am Rand wieder ab und dann häkle ich noch ein Stäbchen in die oberste Luftmasche des Ersatzstäbchens. Hier ist es noch ein normales Ersatzstäbchen. Wenn wir jetzt wenden, machen wir auch hier immer am Anfang vier Luftmaschen, damit der Rand nicht zusammengezogen wird. Dann beginnen wir wieder, also haben wir jetzt vier Luftmaschen gemacht. Über die nächsten drei Maschenköpfe machen wir wieder drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Hier ist der Maschenkopf aus der Vorreihe, wo wir abgenommen haben. Dieser und die nächsten beiden, die häkeln wir wieder als drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir müssen also in jeder Reihe am Anfang und am Ende zwei Stäbchen abnehmen, weil wir ja in der Spitze wieder zwei zunehmen. Und mit der Zeit sieht man das, wird dieser Rand hier dann gerade und die Spitze wie immer und ich zeige euch auch das Ende der Reihe noch einmal und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen und ihr seht hier drei Maschenköpfe. Nur immer die Maschenköpfe anschauen, nicht die einzelnen Stäbchen. Wir haben drei Maschenköpfe sowie ein Ersatzstäbchen. Über die drei Maschenköpfe häkeln wir wieder drei zusammen abgemaschte Stäbchen.
Und dann noch ein Stäbchen in die vierte Luftmasche. Jetzt ist es die vierte Luftmasche von unten gezählt. Nicht weiter unten einstechen, damit der Rand schön gerade wird und nicht zu kurz. Und wir wenden wieder. Und wie gesagt, ich zeige euch die Reihe noch einmal. Immer mit vier Luftmaschen beginnen. Dann folgen über die nächsten drei Maschenköpfe drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Das ist unsere Abnahme. Dann häkeln wir die Reihe ganz wie gewohnt, auch die Spitze wie immer. Und ich zeige euch auch das Ende der Reihe noch einmal. Und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen. Ihr müsst nur immer schauen, dass ihr drei Maschenköpfe noch habt und das Ersatzstäbchen, in diesem Fall diese vier Luftmaschen. Über die drei Maschenköpfe häkeln wir drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Und dann noch ein ganz normales Stäbchen in die vierte Luftmasche. Und nicht vergessen, immer am Anfang der Reihe mit vier Luftmaschen starten. Das ist nur deshalb, dass dieser Rand hier entspannt bleibt und sich nicht zusammenzieht. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Die Kanten gehen jetzt hier gerade hinunter und ich mache für die Größe 40-42 von hier gemessen, im Spitz gemessen, circa 55 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch hin. Und also jetzt einfach diese Reihe, die wir gerade gemacht haben, so oft wiederholen, bis ihr euer angegebenes Maß erreicht habt. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe von hier bis hier gemessen, jetzt 55 cm, also das Maß für die Größe 40-42. Ich habe eine gerade Anzahl Reihen ab der Passe gemacht, das heißt, ich befinde mich jetzt auf der Vorderseite. Schaut, dass das bei euch auch so ist. Und jetzt vervollständigen wir zunächst hier dieses Dreieck hier, das uns noch fehlt, und im nächsten Schritt dann das andere. Jetzt zunächst einmal das auf der rechten Seite hier. Und dazu beginnen wir wieder mit vier Luftmaschen, machen die Abnahme wie gewohnt mit den drei zusammen abgemaschten Stäbchen. Und jetzt häkeln wir alle Stäbchen bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Spitze angekommen und hier häkle ich jetzt nur noch ein Stäbchen in die Lücke, nur eins, und wende jetzt die Arbeit und mache jetzt hier und hier dieselben Abnahmen, die wir jetzt schon kennen. Also ich beginne auch hier jetzt mit vier Luftmaschen, häkle drei zusammen abgemaschte Stäbchen, häkle wieder bis zur anderen Seite hinüber, mache auch am Ende der Reihe die Abnahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich mache, wie gesagt, auch am Ende der Reihe wie gewohnt die Abnahme, so wie wir es bisher auch gemacht haben.
ein Stäbchen noch in die vierte Luftmasche. Dann wenden wir und wir machen jetzt immer hier und hier jeweils eine Abnahme. Ich zeige euch das Ganze noch einmal. Wir starten immer mit 4 Luftmaschen, machen gleich die Abnahme mit den 3 zusammen abgemaschten Stäbchen, häkeln alle Stäbchen ab bis hierher und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder beinahe bei der Spitze angekommen und auch hier machen wir die Abnahme wie gewohnt mit 3 zusammen abgemaschten Stäbchen und einem Stäbchen noch in die vierte Luftmasche und wir wenden wieder und wie gesagt, jetzt wird dieses Eck wird immer kleiner und kleiner und wir machen diese Abnahmen jetzt so oft, wie sich das ausgeht. Also immer mit 4 Luftmaschen starten und auf beiden Seiten die Abnahme machen. Und wenn das Eck beinahe voll ist, zeige ich euch, wie wir das fertig machen. Und das seht ihr in der nächsten Einstellung. Bis dann. Willkommen zurück. Mein Eck ist beinahe vollständig. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie das jetzt aussehen kann. Bei mir ist es so, ich habe jetzt die beiden Randstäbchen und in der Mitte noch 5 Maschenköpfe. Es könnte auch sein bei euch, dass ihr die 2 Randstäbchen habt und in der Mitte nur noch 3 Maschenköpfe, das passt auch. Es ist beides richtig, es hängt davon ab, wie viele Maschen ihr weiter oben zugenommen habt. Wir machen das jetzt so, wir starten wieder mit 4 Luftmaschen, das ist bei allen gleich. Und die 3 Stäbchen haben, noch in der Mitte, die machen jetzt 3 zusammen abgemaschte Stäbchen und die 5 haben, so wie ich, die machen jetzt 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das funktioniert genau gleich, also immer ins erste einstechen, ein nicht ganz abgemaschtes Stäbchen machen, das Ganze ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal und ein fünftes Mal, dann alle abmaschen und nicht vergessen, hier ins Randstäbchen in die vierte Luftmasche kommt auch noch ein Stäbchen und dann haben wir eine schöne Ecke und wie gesagt, entweder sind hier jetzt 3 zusammen abgemaschte Stäbchen oder 5. Ich häkle noch eine Luftmasche, lasse hier ein ordentliches Stück Faden dran, den können wir nachher noch für die Seiten noch brauchen. Und den ziehe ich jetzt durch und ziehe ihn heraus. Und wir sehen uns gleich bei der zweiten Ecke wieder. Denn da müssen wir etwas beachten. Also wir machen gleich miteinander das zweite Dreieck. Willkommen zurück. Ihr seht hier noch einmal das fertige Eck. Ich befinde mich auf der schönen Seite. Und damit wir auf beiden Seiten immer dieselbe Struktur beibehalten, müssen wir dieses Eck hier unten in der Spitze beginnen. Und zwar hier einstechen in der Lücke, den Faden durchholen, einen Knoten hineinmachen, noch einmal in die Lücke einstechen, den Faden durchholen,
drei Luftmaschen häkeln. Die zählen bereits als Stäbchen. Das ist also unser Stäbchen in der Lücke. Hier haben wir das auch gemacht. Hier war es ein normales Stäbchen. Hier ist es ein Ersatzstäbchen. Und jetzt häkeln wir alle Stäbchen ab bis zum Ende der Reihe. Hier am Anfang haben wir noch keine Abnahme. Wir haben auch hier keine Abnahme gemacht. Es muss auf beiden Seiten immer gleich sein. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe mache ich wie gewohnt die Abnahme. Ein Stäbchen noch in die vierte Luftmasche, so wie ihr es schon kennt. Und wir wenden wieder. Und jetzt machen wir dieses Eck ganz genau gleich wie das andere. Auf beiden Seiten immer die Abnahmen machen. Immer mit vier Luftmaschen starten. Dann die drei zusammen abgemaschten Stäbchen. Dann alle abhäkeln bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Spitze angekommen. Hier machen wir wieder über die drei letzten Stäbchen drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Und dann noch eins in die dritte Luftmasche. Hier ist es die dritte, weil wir da ein normales Ersatzstäbchen hatten, hier am Anfang. Und jetzt wenden wir und ab jetzt geht es genau gleich wie beim anderen Dreieck. Immer jetzt mit vier Luftmaschen starten und auf beiden Seiten immer die Abnahmen machen, bis ihr wieder nur noch ein kleines Eck übrig habt, also entweder 5 Stäbchen oder 7 und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe auch das zweite Dreieck vervollständigt, auch hier ein paar Meter Faden dran gelassen und jetzt braucht ihr dieses Teil noch ein zweites Mal mit folgendem Unterschied, ich habe es am Anfang erwähnt, hier ist ein blaues Granny Square und beim anderen Teil habe ich ein braunes, damit dann hier, wenn wir die Schultern anschließen, zwei verschiedene zusammenkommen und das zweite ist, ihr braucht beim zweiten Teil nicht mehr so lange Fäden dran zu lassen, bei einem Teil das reicht. Und wenn ihr das zweite Teil angefertigt habt, es ist absolut identisch wie dieses hier, dann sehen wir uns bei den Seitennähten wieder. Willkommen zurück, ich habe die beiden Teile mit der schönen Seite nach innen aufeinander gelegt und für die Seitennaht habe ich ein paar Klammern angebracht. Wichtig ist, dass ihr hier schaut, wo die erste Abnahmereihe beginnt und hier darüber habe ich die erste Klammer angebracht. Bis hierher müsst ihr die Naht schließen, hier bei den Abnahmen schauen und ansonsten ist es sehr wichtig, dass immer Reihe für Reihe genau aufeinander passt und ich nehme mir den Faden, den wir dran gelassen haben, steche ganz in der Ecke durch beide Teile durch, möglichst weit in der Ecke, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann eine feste Masche und ich häkle jetzt pro Stäbchenreihe, also immer vorne und hinten schauen, dass ihr dieselbe Reihe erwischt. Häkle ich 3 feste Maschen pro Reihe, also immer um die Randstäbchen herum und schaut wirklich ganz genau, dass die Reihen
übereinander passen. Und das mache ich bis hier herum. Dann könnt ihr die zweite Seitennaht schließen und hier oben noch die Granny Squares miteinander verbinden. Und wenn ihr das alles gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Seitennähte geschlossen. Hier oben noch die Granny Squares miteinander verbunden. Und im nächsten Schritt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten machen wir dann gemeinsam. Und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe, wie besprochen, einen Ärmel vorbereitet und der sieht so aus. Und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Und dazu beginne ich hier unter dem Arm und ich befinde mich auf der schönen Seite der Tunika. Und unter dem Arm, neben der Naht, in dieser ersten Lücke, also ich häkle jetzt immer um die Randstäbchen herum, hier stechen wir ein ins erste Randstäbchen, holen den Faden durch. Und zwar knoten wir ihn am rechten Rand des Stäbchens an, ganz rechts. Und jetzt häkle ich zunächst eine Runde mit festen Maschen. Dazu steche ich noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann zwei feste Maschen um das Randstäbchen herum, springe zum nächsten Randstäbchen, häkle auch hier zwei feste Maschen, einfach um jedes Randstäbchen herum, zwei feste Maschen und das machen wir, bis wir hier zum Granny Square kommen. Und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Passe angekommen. Und hier mache ich es so. In die Ecke des Granny Squares mache ich eine feste Masche. Dann springe ich zum nächsten Granny Square hinüber. Mache auch hier in die Lücke eine feste Masche. Dann auf jedes Stäbchen des Granny Squares eine feste Masche und beim nächsten Granny Square sehen wir uns wieder und das ist zugleich die Schulternaht. Willkommen zurück, ich bin bei der Schulternaht angekommen, also hier wo diese zwei Granny Squares verbunden sind, das ist die Schulternaht und auch hier mache ich noch eins in die Lücke, also eine feste Masche in die Lücke und diese Zahl hier, die sich bis hierher ergeben hat, bei mir sind es 46 feste Maschen, das ist ein Richtwert, bei den größeren Größen kommen ein paar Maschen mehr heraus, bei der kleineren Größe ein paar Maschen weniger. Aber bei mir sind es 46 und wichtig ist, diese Zahl notieren, damit ihr auf der anderen Seite genau gleich viele feste Maschen habt und dann auch für den zweiten Ärmel die Gesamtanzahl sich merken. Und ich springe auch hier über die Naht drüber, häkle wieder eine feste Masche in die Lücke und mache es auf dieser Seite genau gleich wie auf der anderen. Jetzt auf jedes Stäbchen des Granny Squares je eine feste Masche, hier in die Lücken jeweils eine und dann wieder pro Reihe zwei Stück und es muss sich dieselbe Anzahl
ergeben wie auf der anderen Seite. Aber ich zeige es euch hier noch einmal bei den Granny Squares. Bin eh gleich angekommen. Das Armloch wird etwas eingehalten dadurch, das passt. Also wie gesagt, auch hier eine feste Masche in die Lücke, dann zum nächsten drüber springen. Auch hier in diese Lücke des Granny Squares in die Ecke eine feste Masche und dann wieder pro Stäbchenreihe zwei Stück. Und wie gesagt, achtet darauf, dass ihr auf beiden Seiten gleich viele habt. Und dann müsst ihr auch am Ende ganz automatisch auf eine gerade Maschenanzahl kommen. Und wenn ich wieder unter dem Arm angekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Hier seht ihr das noch einmal, immer hier in die Lücke auch noch eine feste Masche und auch hier in die Lücken des Granny Squares eine feste Masche häkeln, damit keine Löcher entstehen. Und ich habe jetzt auf beiden Seiten 46 feste Maschen, ergibt insgesamt 92. Es ist wichtig, dass wir eine gerade Maschenanzahl haben. Und jetzt schließe ich in den Kopf der ersten festen Masche, in den Kopf einstechen, den Faden durchholen, eine Kettmasche häkeln. Jetzt beginne ich mit 4 Luftmaschen, 3 zählen als ein Stäbchen. 1 ist für den Abstand, dann hole ich einen Umschlag, lasse eine Masche aus und häkle auf die zweite Masche, die kommt, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln. Und das mache ich die ganze Runde und bei mir ergeben sich 46 Kästchen, also genau die Hälfte der festen Maschen, die ich in der Vorrunde hatte. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück! Ich bin beinahe rundherum gekommen und wie gesagt, es muss sich genau die halbe Anzahl an Kästchen ergeben, wie ihr feste Maschen hattet. Das letzte Kästchen entsteht so, hier bleibt eine feste Masche übrig, die überspringen wir mit einer Luftmasche und machen eine Kettmasche in die dritte Luftmasche von unten gezählt, sodass hier noch eine übrig bleibt als Abstand und so entsteht das letzte Kästchen. Und damit wir einen geraden Rundenübergang bekommen, mache ich es so, ich häkle 4 Luftmaschen, wieder 3 für ein Stäbchen plus eine für den Abstand, wende die Arbeit und häkle wieder zurück sozusagen auf der Innenseite, wieder lauter Kästchen. Wir haben ein Stäbchen schon gemacht plus die Luftmasche für den Abstand und häkle immer aus Stäbchen drauf. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, immer auf jedes Stäbchen ein Stäbchen mit einer Luftmasche dazwischen und ich häkle wieder rundherum und dann zeige ich euch das noch einmal.
Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen. Mache hier noch eine Luftmasche. Schaue wieder, welches die dritte Luftmasche ist. Von unten gezählt. Eine muss hier übrig bleiben als Abstand. Und in die dritte Luftmasche häkeln wir die Kettmasche. Dann 4 Luftmaschen und das Ganze wenden und wieder auf der Vorderseite häkeln und in jeder Reihe immer wenden, dann bekommen wir einen schnurgeraden Rundenübergang und ich würde, falls ihr das zwischendurch einmal weglegen wollt, immer zuerst wenden, dann ein paar Kästchen noch häkeln und dann die Arbeit erst weglegen. Dann müsst ihr nicht überlegen, in welche Richtung ihr gerade unterwegs seid. Also wie gesagt, in jeder Runde die Arbeit wenden. Und ich häkle Kästchenreihen. Und zwar bleibt die Anzahl der Kästchen immer unverändert. Ich mache für die Größe 40-42 ca. 33 cm. Bei mir sind das 25 Kästchenreihen. Die anderen Zentimeterangaben schreibe ich euch hin. Und wie gesagt, immer dieselbe Anzahl Kästchen häkeln. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine 33 cm erreicht. Bei mir sind das 25 Kästchenreihen. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche. Schneide diesen grünen Faden ab. Ziehe den Faden fest. Nehme jetzt die blaue Wolle, steche über dem Ersatzstäbchen wieder ein und ich häkle ab jetzt nur noch auf der schönen Seite, also ich wende jetzt nicht mehr. Wir befinden uns auf der schönen Seite. Hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein. Steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und häkle jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen ohne Luftmasche dazwischen. Also einfach auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Keine Luftmaschen und bei mir ergeben sich 46 Stäbchen, da ich 46 Kästchen hatte und es muss wieder eine gerade Zahl dabei herauskommen. Wenn nötig, gleichen wir das am Ende der Runde aus. Bis gleich. Willkommen zurück. Bei mir haben sich wie erwartet 46 Stäbchen ergeben. Falls ihr eine ungerade Zahl habt, häkelt ihr noch ein Stäbchen in diese letzte Lücke und dann schließen wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Häkle wieder 3 Luftmaschen und dann häkle ich in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, weitere 4 Stäbchen, sodass wir insgesamt 5 Stäbchen in einer Masche haben. 5 Stäbchen in einer Masche. Jetzt ziehe ich diese Schlaufe etwas länger, suche hier die dritte Luftmasche, also praktisch das erste Stäbchen,
Steche mit der Nadel ein, nehme mir die Schlaufe wieder und ziehe sie hier durch. Das ist eine Popcornmasche und als Abstand häkle ich zwei Luftmaschen, lasse das nächste Stäbchen aus und auf jedes zweite Stäbchen häkle ich eine Popcornmasche. Das heißt, zunächst 5 Stäbchen in eine Masche. Die Schlinge etwas länger ziehen, das erste Stäbchen suchen, mit der Nadel einstechen in den Kopf des Stäbchens, die Schlinge wiederholen und durchziehen. Als Abstand 2 Luftmaschen, eine Masche auslassen. Wir behäkeln also jede zweite Masche mit einer Popcornmasche und das bedeutet 5 Stäbchen in eine Masche und daraus eine Popcornmasche machen. 2 Luftmaschen, 1 immer auslassen und es ergeben sich bei mir 23 Popcornmaschen, also wieder die Hälfte der Stäbchen, die wir vorhin hatten. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Es haben sich 23 Popcornmaschen ergeben, also die Hälfte der Stäbchen, die ihr vorher hattet. Die Zahl kann bei euch auch anders sein. Am Ende brauchen wir ebenfalls noch 2 Luftmaschen. Eine Masche bleibt hier übrig, die überspringen wir mit diesen 2 Luftmaschen. Und ich steche hier hinter der Popcornmasche ein und schließe mit einer Kettmasche zur Runde und häkle eine weitere Kettmasche in die Lücke zwischen den beiden Popcornmaschen. Häkle 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und häkle ein weiteres Stäbchen in die Lücke, also 2 Stäbchen in die erste Lücke und häkle in jede weitere Lücke ebenfalls 2 Stäbchen. Das heißt, wir erhalten wieder dieselbe Stäbchenanzahl wie in dieser Reihe. Bei mir sind es 46. Einfach in jede Lücke 2 Stäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Auch in die letzte Lücke habe ich noch 2 Stäbchen gemacht. Es muss wieder dieselbe Anzahl sein wie hier. Und ich schließe wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde und beginne gleich wieder über dem Ersatzstäbchen mit den Popcornmaschen. Also das erste Stäbchen besteht aus 3 Luftmaschen, dann 4 weitere Stäbchen in dieselbe Lücke bzw. Einstichstelle, sodass wir 5 Stäbchen haben. Und ich mache wieder eine Popcornmasche draus. Häkle wieder 2 Luftmaschen als Abstand und immer ein Stäbchen auslassen und auf jedes zweite Stäbchen kommt eine Popcornmasche drauf und es müssen sich wieder bei mir 23 ergeben, also immer dieselbe Anzahl. Wichtig, immer 2 Luftmaschen und genau schauen, eine Masche auslassen und immer das erste Stäbchen in der Lücke, da kommt
die neue Popcornmasche drauf. Und das mache ich wieder die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen. Ganz wichtig, auch am Schluss noch zwei Luftmaschen häkeln. Dann hier hinten einstechen, hinter der Noppe den Faden durchholen und mit einer Kettmasche schließen und eine weitere Kettmasche in die Lücke zwischen den ersten beiden Popcornmaschen. Und dann häkle ich wieder in jede Lücke zwei Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen. Schließe wieder in die dritte Luftmasche zur Runde. Und häkle jetzt in derselben Farbe noch eine Reihe mit Popcornmaschen, genau gleich wie vorhin auch. In der nächsten Reihe zeige ich euch den Farbwechsel und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen, häkle noch die zwei Luftmaschen am Schluss, schließe noch hier hinten zur Runde, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Jetzt nehme ich die braune Farbe und schlinge hier zwischen den ersten beiden Noppen, also hier habe ich das Blau beendet und in der nächsten Lücke hole ich den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle drei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in die gleiche Lücke und dann häkle ich wieder wie gewohnt weiter in jede Lücke zwei Stäbchen und dann wieder in der nächsten Reihe Popcornmaschen, so wie wir es hier auch gemacht haben und ich mache in der braunen Farbe wieder sechs Reihen, wir haben sechs Reihen in Blau gemacht. Und ich mache noch sechs Reihen in Braun. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe noch sechs Reihen in Braun gehäkelt. Die Runde wie gewohnt geschlossen am Ende mit einer Kettmasche hinter der Noppe und einer Kettmasche noch in die Lücke. Dann am Ende noch eine Luftmasche gemacht, den Faden durchgezogen und festgezogen. Und jetzt macht ihr noch den zweiten Ärmel und dann bearbeiten wir die untere Kante der Tunika. Für die untere Kante beginne ich bei einer Seitennaht, schlinge ganz in der Nähe der Naht neu an, steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann eine feste Masche in dieselbe Einstichstelle. Und wir haben jetzt hier immer am Rand abwechselnd ein Stäbchen und vier Luftmaschen, ein Stäbchen, vier Luftmaschen. Und ich würde jetzt hier, wo das Stäbchen am Rand ist, hier würde ich zwei feste Maschen hineinhäkeln
Und da, wo die vier Luftmaschen sind, würde ich drei feste Maschen hineinhäkeln. Also immer abwechselnd zwei feste Maschen und drei feste Maschen in die nächste Lücke. Und das mache ich jetzt bis zur Mitte. Und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Mitte angekommen. Hier könnt ihr diesen Faden, der da hängt, mit einhäkeln. Auch hier mache ich zwei feste Maschen in diese Lücke hier und dann wieder im selben Rhythmus weiter. Und das mache ich bis zur Naht und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe lauter feste Maschen gehäkelt, bin hier bei der Naht angekommen und hier schaut ihr einfach, dass keine Löcher entstehen, dass ihr direkt zur Naht hin feste Maschen häkelt und gleich nach der Naht wieder und behäkelt die andere Seite genau gleich. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und habe geschaut, dass ich über die ganze Runde drüber eine gerade Anzahl an festen Maschen habe. Und jetzt schließe ich in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde und häkle eine Runde Popcornmaschen, genauso wie wir sie beim Ärmel auch gemacht haben. Also immer 5 Stäbchen in eine Masche, eine Popcornmasche draus machen, 2 Luftmaschen als Abstand, eine Masche auslassen, und wieder eine Popcornmasche machen, so wie beim Ärmel. Und das mache ich die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Schließe noch zur Runde mit einer Kettmasche hinter der Noppe und dann noch eine Kettmasche in die Lücke, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Das Ganze sieht jetzt so aus und wir sehen uns gleich beim Ausschnitt wieder. Willkommen zurück, wir behäkeln jetzt den Ausschnitt und ich habe mich entschieden, dass diese Seite bei mir die Vorderseite ist, diese mit dem blauen Granny Square in der Mitte. Ihr entscheidet euch, welche Seite bei euch die Vorderseite ist. Und hier links oben an der Schulter beginnen wir. Hier schlinge ich neu an und zwar mit dem grünen Faden in der Lücke. Gleich nach der Schulternaht. Hier schlinge ich neu an. Steche noch einmal in diese Lücke ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und in dieselbe Lücke eine feste Masche. Häkle dann auf jedes Stäbchen des Granny Squares eine feste Masche und bei der nächsten Naht sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich häkle auch hier in die Lücke eine feste Masche, springe dann zum nächsten Granny Square,
Häkle wieder in die Lücke eine feste Masche. Und jetzt häkle ich alle Stäbchen des Granny Squares ab mit festen Maschen bis zur Lücke, also bis zur Ausschnittspitze, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe alle Stäbchen abgehäkelt mit festen Maschen. Hier sind wir in der Ausschnittspitze, hier kommen drei Granny Squares zusammen und hier mache ich das so, ich steche in die erste Lücke ein, wir haben hier drei Lücken. In die erste ein, hole den Faden durch, steche in die zweite ein, also in die Mitte des Teils, hole ebenfalls den Faden durch und dann in die dritte Lücke, hole den Faden durch. Jetzt haben wir vier Schlaufen auf der Nadel und die masche ich alle gemeinsam ab. Und dann geht es gleich mit den Stäbchen weiter. Die Lücken haben wir behäkelt. Wir häkeln wieder alle Stäbchen ab. Hier in die Lücken immer jeweils eine feste Masche und das machen wir, bis wir zur anderen Ausschnittspitze kommen. Wir haben ja vorne und hinten eine und dort zeige ich euch das noch ein weiteres Mal. Willkommen zurück, ich bin bei der vorderen Ausschnittspitze angekommen. Habe wieder alle Stäbchen abgehäkelt und hier haben wir wieder die drei Lücken, wo die drei Granny Squares zusammenkommen. Ich steche in die erste Lücke ein, hole den Faden durch, dann in die mittlere Lücke, hole den Faden durch und dann auf der anderen Seite in die Lücke. Wir haben vier Schlaufen auf der Nadel. Die maschen wir gemeinsam ab. Und jetzt häkle ich wieder die Stäbchen ab mit festen Maschen und dann wieder immer in die Lücken eine und ich häkle die Runde zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen, häkle auch hier in die letzte Lücke noch eine feste Masche und schließe in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde und jetzt häkeln wir das Band dran und dazu beginne ich mit drei Luftmaschen. Lasse zwei Maschen aus, die nächsten beiden, häkle drei Stäbchen in eine Masche, zwei Luftmaschen in die nächste Masche, drei Stäbchen in eine Masche. Zwei auslassen und ein einzelnes Stäbchen. Wir haben jetzt hier ein Randstäbchen, zwei ausgelassen, drei Stäbchen in eine Masche, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen in die nächste Masche, zwei auslassen, ein Randstäbchen und wir wenden die Arbeit. Beginnen wieder mit drei Luftmaschen und häkeln jetzt in die Lücke hinein zwischen diesen Dreiergruppen immer drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, drei Stäbchen, alles in dieselbe Lücke. Dann ein Umschlag und in die Luftmasche direkt nach dem dritten Stäbchen beziehungsweise in die dritte Luftmasche von unten gezählt, kommt
das Randstäbchen hinein und wir wenden wieder und die Reihe beginnt immer mit drei Luftmaschen, dann eine Gruppe in die Gruppe, eine Gruppe sind drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen, dann einen Umschlag holen und hier sind die drei Stäbchen und in die Luftmasche direkt daneben kommt noch ein Randstäbchen. Das Ganze sieht so aus und ich mache das circa 19 cm lang und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, mein Band ist circa 18 bis 19 cm lang. Wenn ihr euch die Tunika schön hinlegt, dann seht ihr, wie lang das Band sein muss und ich habe es eher ein bisschen kürzer gemacht, denn das Ganze dehnt sich dann noch ein bisschen. Und jetzt lasse ich hier, also ich häkle noch eine Luftmasche, lasse ein Stück Faden dran. Damit können wir das Band hier annähen auf der anderen Seite und wir sehen uns gleich wieder und dann zeige ich euch das. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Tunika umgedreht, sodass die weniger schöne Seite jetzt außen ist. Ihr seht das hier an den Nähten und hier ist das Band. Hier ist also das Rückenteil. Und jetzt nähe ich das hier bei der Schulternaht euch orientieren und dann Masche für Masche das Band hinnähen. Einfach schön über die ganze Breite des Bandes, Masche für Masche, die beiden Teile miteinander verbinden. Ich mache immer zwei Stiche pro Masche. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr nur noch die Fäden vernähen. Und dann ist unsere Tunika fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten und vor allem beim Tragen dieser traumhaft schönen Tunika und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Eure Karin aus dem Ländle.